verehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus Deutschland, aus der Schweiz und natürlich aus der Türkei, liebe Pressemitglieder, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung der DMB Diplomaten International, unterstützt von Seiten der UNO und der Europäischen Union hier in Istanbul. Ich, Jennifer Şebnem Şefer, fühle mich sehr geehrt, Sie heute durch das Programm begleiten zu dürfen. Zuerst darf ich Sie bitten, sich für die türkische National- und Europahymne zu erheben. Herzlichen Dank. Dürfen Sie wieder sich setzen. Dieser heutige Kongress mit dem Hauptthema „Die Türkei befindet sich auf Augenhöhe mit Europa“ bezweckt, die deutsch-türkischen und europäischen Beziehungen weiter zu unterstützen. Wie Sie ja wissen, ist diese 30-jährige Organisation interessiert an der Verständigung zwischen der Menschheit und der Entschärfung der Konflikte. Zudem engagiert sie sich für Friedensverhandlungen zwischen den Völkern. Die DMB, Diplomaten International, legt sehr viel Wert auf die Beziehung zwischen der Türkei und Deutschland sowie der Europäischen Union. Außerdem gratuliert die DMB, Diplomaten International, dem wiedergewählten türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und gibt ihm und der Türkei ihre volle Unterstützung. Sie freut sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit 9 verschiedenen gemeinsamen Projekten. Nun dürfen wir mal mit dem Programm beginnen. Unser Programm beginnt nun mit einer Gesangseinlage der Sängerin Miriam Geiger. Mit einem großen Applaus darf ich Sie auf die Bühne bitten. In Begleitung mit Pianist Nejat Dayıoğlu. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot at somebody who outdrew ya. And it's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken. Herzlichen Dank, Nejat Dayıoğlu und Miriam Geiger. War eine sehr schöne, sanfte Stimme. Aber sie werden uns heute nochmal durch das Programm begleiten. Nun beginnen wir mit unseren Rednern. Ich bitte nun den ersten Redner, und zwar erster Vorstandsvorsitzende der DMW Diplomats International, Herrn Diplomat Magister Halil Sert, mit Applaus auf die Bühne. Saygıdeğer ekselanslar, şeref konukları, sayın basın mensupları, bayanlar ve baylar. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalemi bütün katılan yurt içi ve yurt dışı misafirlerimize başarılar diledi. Seçimlerden dolayı çok yoğun oldukları için gelemediklerini belirttiler. Lakin 9. aydaki yapacağımız zirvemize Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz. DMV uluslararası diplomatları olarak hazırladığımız Türkiye ve Avrupa İlişkileri Kongresi'ne katılımlarınız için teşekkür ediyor. Sizleri Yüksek Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Seçtiğimiz sloganımız Avrupa'ya göz hissasında bağlı Türkiye. Biz uluslararası diplomatlar olarak 30 yıl önce Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye ile sıkı bir bağı olan organizasyonuz. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de alt organizasyonlarımız bulunmaktadır. Ben 8 yıldır bu görevi yürütmekteyim ve şu anda yönetim kurulu başkan vekili olarak hizmet vermekteyim. Master eğitimim sonrasında İsviçre'deki potansiyelimin yanı sıra temel potansiyelimi de Türkiye'de gördüm. Ve özellikle Uluslararası Diplomatlar Organizasyonu'nun Türkiye ile böyle sıkı bir bağlantısı olduğu felsefesi beni çok etkiledi. Türkiye özellikle Avrupa ilişkileri konusunda organizasyonumuz tarafından sürekli desteklendi. Biz diplomatlar olarak daha iyi ve daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Diplomasinin bu yeni yolları karşılamanızın da başlangıcıdır. Bugünkü organizasyon bizi birbirimize daha sıkı bağlamalıdır. Bizi uluslararası potansiyeller konusunda daha dikkatli yapmalıdır. Ortaklıklarla başka piyasalara açılmalıyız ve her iki tarafın avantajları için ortak ticareti mümkün kılmalıyız. Bunun için uluslararası diplomatlar olarak hizmet vermeye daima hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Şimdi Türkiye'de oldukça tanınan ve Türkiye halkının dostu olan başkanımız Profesör Doktor Günter Meinl'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Teşekkürler. Liebe Gäste, sehr verehrte Exzellenzen, und nachdem wir 25 Jahre in der Türkei tätig sind, nenne ich Sie meine lieben Schwestern und Brüder. Denn das ist das, was uns beide berührt mit der Türkei, mit den Menschen, die wir so schätzen, dass wir sagen, wir müssen der Türkei helfen. Und das erste war im Jahre 2000, das darf ich erwähnen, als ich mich mit dem Vorsitzenden der Europäischen Kommission, mit dem Günther Verheugen, traf, und in allen Medien wurde berichtet, dass also die Türkei
in die EU gehört, in die Europäische Union, weil die Türkei eine Bereicherung für uns darstellt. Die türkischen Menschen, die manchmal etwas kompliziert sind, aber so liebevoll und herzlich, dass sie die Menschengemeinschaft bereichern. Die türkischen Menschen haben ein Herz, wo die Deutschen die Technokraten sind, wo die Deutschen die Mathematiker sind, öffnet sich ein türkisches Herz und sucht nach Partnerschaft, sucht nach Freundschaft und sucht nach Familie. Deshalb sind die türkischen Menschen auch so besonders familienbezogen und besonders achten sie darauf, dass die Familie immer stabil und intakt bleibt. Und wir alle haben schon aus der Geschichte gelernt, das Wichtigste in einem Staat, um ihn stabil zu halten, ist die stabile Familie. Deshalb haben wir also im Jahre, jetzt könnte man mal das erste Bild vielleicht zeigen, dass Sie es auch leibhaftig sehen, wie wir damals schon um die Türkei gekämpft haben. Das war im Jahre 2000, da war man vielleicht äußerlich noch etwas jünger, aber mit dem Herzen genauso jung wie heute. Und deshalb haben wir uns so um die Türkei bemüht, um die Kommission zu überzeugen, was für die Türkei zu machen und die Türkei aufzunehmen. Ja, aber wir wissen alle, im Jahre 2005 ist die Eröffnung zu den europäischen Kapiteln in der Türkei begonnen worden und die Türkei war Beitrittsland und hatte sehr viele Kapitel schon erfüllt, aber es gab immer wieder Schwierigkeiten. Man hat es der Türkei nicht einfach gemacht. Man hat der Türkei immer etwas Probleme in den Weg gelegt. Und wir fragten uns immer, aber warum? Jedes andere Land wird manchmal problemlos in die EU aufgenommen. Dann nenne ich mal Rumänien, Bulgarien. Und da gab es genau solche Probleme wie in der Türkei. Und dann hatten wir den Hintergrund erfahren. Eine christlich gesinnte Europäische Union hatte Probleme mit dem Islam. Man hat also den Islam als ein Hindernis gesehen. Jetzt haben wir uns als Diplomaten gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der Islam, so eine friedliche Religion, so eine Religion, die die Menschen aufruft, anständig zu sein, die die Menschen aufruft, miteinander vernünftig umzugehen, hat man auf einmal als Hindernis gesehen. Und wir haben als Diplomaten damals gesagt, auch das überwinden wir und haben uns mit dem Oberhaupt des Islams vereint und haben mit ihm die Probleme des Islams behandelt und auch die Probleme des Christentums und haben festgestellt, jetzt würde ich mal um das nächste Bild bitten, und haben festgestellt, dass wir doch solche Gemeinsamkeiten haben, dass wir uns eigentlich doch, mal bitte noch das nächste, dass wir uns mit dem Islam so gut verstehen, dass wir eigentlich, wir könnten alle Islamangehörige sein und sie könnten Christen sein, weil wir die gleichen Ideale haben und die gleichen Werte machen und die gleichen Familientraditionen und die gleichen Rechte den Frauen einräumen. Das war ja immer das Wichtigste, dass der Islam, den man, darf ich mal um das nächste Bild noch bitten, dass man den Islam als frauenfeindlich bezeichnete, eine frauenfreundliche Religion ist, die die Frauen unterstützt, die den Frauen Rechte gibt. Jetzt muss ich mich entschuldigen, wir haben etwas manchmal Kommunikationsprobleme noch. Jetzt ist schon ein nächstes Bild gezeigt, wo wir uns eingesetzt haben für die Türkei, dass die Türkei endlich beachtet wird als ein wichtiges Land, dass die Türkei beachtet wird als ein Land auf Augenhöhe, dass die Türkei beachtet wird als ein Land, das uns sogar Vorbild ist in dem menschlichen Handeln. Und da haben wir organisiert im Jahre 2014, dass die Türkei als ein Brennpunkt der Welt in finanztechnischen Dingen sein soll. Und der Finanzplatz der weltweiten Finanzen
von der Schweiz verlegt wird nach Istanbul. Und das haben wir geschafft. Und darüber sind wir so dankbar. Und das nächste Bild vielleicht noch. Und da hat uns der, jetzt haben wir ein Bild, wo also mit dem Oberhaupt des Islams vereinbart wurde, wie wir Christen mit dem Islam zusammenarbeiten können. Und der Islam mit den Christen. Also war das kein Hindernis mehr in der Europäischen Kommission. Wir haben bewiesen, dass wir beide zusammengehören und zusammen die Menschen besser machen können und besser überzeugen können. Und jetzt vielleicht mal noch das nächste Bild. Und ja, und hier hat uns der jetzige Finanzminister, der es schon damals war, sehr gedankt, der Herr Simček, der hat uns damals dafür gratuliert, dass wir also die Türkei in den Mittelpunkt gerückt haben, dass wir also in Istanbul das Zentrum der Finanzen erreichen konnten. Und das war eine wichtige Wertigkeit, denn dann sind die Investoren nach Istanbul gekommen, in die Türkei, weil es sich gelohnt hat, in der Türkei zu investieren. Und so ist es noch heute, wenn sie auch gewisse wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Diese Schwierigkeiten gibt es in der ganzen Welt. Es gibt nur Länder, die nehmen mehr Schulden auf als die Türkei im Moment. Denen geht es scheinbar etwas besser, aber die Finanzkrise haben wir weltweit und die belastet uns alle. Aber ich glaube, mit dem Herrn Simček, Minister Simček, wird es wieder besser werden. Er wird wieder die Finanzen korrigieren, die Finanzen besser steuern und er wird die Türkei wieder dorthin heben, wo sie hingehört. Jetzt darf ich mal um das nächste Bild bitten. Vielleicht nochmal um das nächste. Ja. Ja, und wer war unser Partner? Der Ibrahim Kalin, der erste Sprecher des Staatspräsidenten und der Berater des Staatspräsidenten. Und der Ibrahim Kalin, mit dem wir viele Gespräche geführt haben, stand immer an unserer Seite und war froh, dass es unsere Organisation gab. Und da unsere Organisation immer stärker wurde in ganz Europa und in der Welt, haben wir natürlich auch eine Tochtergesellschaft gegründet, der jetzt unser Ferhat Bocelik vorsteht als Präsident der Türkei und in der Türkei auch um sehr viele Mitglieder wirbt und Menschen überzeugt, Diplomaten zu werden. Bei dieser Gelegenheit fällt mir auch noch ein, wir haben ja noch weit in der Welt unsere Delegierten, zum Beispiel unsere Frau Jorkun, die heute angereist ist aus den Emiraten und dort in den Emiraten uns vertritt. Also wir sind eigentlich überall sehr gut vertreten. Und vielleicht nochmal ein nächstes Bild. Und bei unseren Vertretungen geht es jetzt so weit, dass wir einen Weltgipfel organisiert haben in Zypern, den wir dieses Jahr wieder erneuern, wo wir also unsere zyprischen Partner darum bitten, in die Welt unsere Werte zu tragen. Unsere Werte, die sind Menschlichkeit, Frieden zu halten, Konflikte zu lösen. Konflikte müssen nicht sein, Konflikte sind menschengemacht. Und wenn wir sehr überzeugend auf die Menschen eingehen und Konflikte lösen, wird es diese nicht mehr geben. Es gab mal einen sehr riesigen Konflikt zwischen der Türkei und Russland. Und den konnten wir Gott sei Dank entschärfen und lösen, indem wir die Menschen, die sonst radikal aufeinander zugegangen sind, entspannt aufeinander zugegangen sind und die Lösungen angenommen haben. Also Konflikte lassen sich so weit und so schnell lösen, weil sie menschengemacht sind. Und was menschengemacht ist, kann auch durch Menschen gelöst werden. Und das ist unsere Philosophie. Unsere Überzeugung der Diplomaten, der sie alle einlädt, Diplomaten zu werden, lassen Sie uns Konflikte dieser Welt lösen und vor allem in der Türkei auch. Und oft fragt man mich, aber warum setzen Sie sich so sehr für die Türkei ein? Ich erkläre allen, das liegt an meinem Geburtsfehler.
Ja, sowas kann man haben. Ich bin als Deutscher geboren mit einem türkischen Herz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Meinl, für Ihre motivierende, beeindruckende Rede. Es hat mich, als ich Sie kennengelernt habe, Ihre Energie, die Sie hier investieren in diese Beziehungen, hat mich sehr beeindruckt. Und zwar, der nächste Redner ist der türkische Präsident der DMW, Herr Ferhat Bozcelik. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz efendim, buyurun. Jetzt ist an der Reihe Präsident der Lobbyfirma, Herr Fahri Ustaoğlu. Ich bitte ihn mit Applaus auf die Bühne. Jetzt darf ich zum Rednerpult den Geschäftsführer von Josef Roggendorf GmbH, Herrn Dr. Honoris Causa Hans-Henning Reinecke, auf die Bühne bitten. Jetzt darf ich zum Rednerpult den Geschäftsführer von WCU Düsseldorf, Herrn Siegfried Paulus, bitten. Jetzt dürfen wir nochmal unseren Präsidenten, Professor Dr. Günther Meinl, mit einem großen Applaus auf die Bühne bitten, Herr Meinl. Liebe, liebe Gäste, ich sage noch einmal, liebe Schwestern und Brüder, ich muss doch noch ein paar Korrekturen anführen, um unsere Philosophie auch in ihre Herzen zu tragen. Also ich möchte noch ein Wort zur EU sagen. Unsere EU, die damals gegründet wurde und die wir mit erweitert haben, und deshalb wurden wir vor 30 Jahren als Berufsdiplomaten gebeten von der Europäischen Kommission, doch eine allgemeinnützige Organisation, die aus Diplomaten besteht, aufzubauen, um die EU-Erweiterung durchzuführen. Und das haben wir gemacht. Wir haben also viele Länder hinzugebracht in die EU. Und das war ja auch das Ziel, weshalb wir uns um die Türkei kümmern. Aber man muss auch sagen, die EU sitzt heute am Katzentisch, sagt man in Deutsch, am Katzentisch der Weltpolitik, wenn es um die Regulierung der Weltstaaten geht. Also heute, die EU hat 450 Millionen Miteinwohner und die BRICS-Staaten, die Sie alle kennen, wo wir auch der Türkei empfehlen, sich an die BRICS-Staaten zu korrigieren, die also 3,2 Milliarden Menschen in sich bürgen. Zu den BRICS-Staaten gehört also Brasilien, gehört Indien, gehört Südafrika, Russland und China, die kommende Weltmacht. Und daran sollte sich die Türkei orientieren, denn sie ist heute über das Niveau der EU hinausgewachsen. Sie ist heute in der Diplomatie eine Schwerkraft. Zum Beispiel, wenn es um die Friedensverhandlungen geht, Ukraine, Russland, dann ist die Türkei der Spitzenreiter, der diese komplizierten Verhandlungen lenkt und leitet. Und die Türkei leistet unwahrscheinliche diplomatische Leistungen, die sonst kein anderes EU-Land zustande bringt. Also die Türkei ist für uns ein diplomatisches Schwergewicht. Und vielleicht noch mal eine kleine Korrektur zu unserem Präsidenten der Türkei, dem Ferhat Bozcelik. Der glaubt vielleicht, aber der Ferhat Bozcelik weiß das, dass ich die Hitzigkeit, die es manchmal gibt in unserer Organisation, dass ich diese mit diplomatischer Feinheit
korrigieren muss und im Zaum halten muss. Und gerade der Ferhat Bocelik weiß auch, weshalb ich leider nicht abtreten kann. Dazu gibt es zwei Gründe. Erstens werden wir demokratisch gewählt und werden, jetzt ist die Technik ausgefallen, oder, wie ich höre? Erstens werden wir demokratisch gewählt und von allen Mitgliedstaaten, die uns angehören und auch den Vereinten Nationen angehören. Und zweitens gibt es bei uns Mitglieder, die das bestimmen. Also man kann, wie Sie meinen, vielleicht gesehen haben, ich hatte einen schweren Skiunfall und kann noch nicht so ganz laufen wie Sie, aber ich bin bestens bemüht, auch das wieder bald zu kennen. Und deshalb kann ich also nicht abtreten, um eben weiter meine Pflicht zu erfüllen als Präsident. Einmal, weil ich gewählt bin und zweitens, weil mich die Organisation noch braucht. Aber jetzt noch ein Wort zu dem Herrn Halil Sert. Der Halil Sert wurde von uns ausgewählt mit höchster psychologischer Präzision und Disziplin, weil der Herr Sert zwei Gaben hat. Er beherrscht die türkische Mentalität, er fühlt sich der Türkei sehr verpflichtet und er kann Disziplin walten. Und die Hitzigkeit, die manchmal viele Türken haben, das ärgert sie manchmal auch, dass also manche Mitbewohner in der Türkei manchmal zu jemandem sagen, du bist mein Freund und morgen auf einmal nicht mehr. Aber dann wird es wieder der Freund. Also diese Hitzigkeit muss man in der Mentalität beherrschen und das beherrscht Herr Halil Sert. Deshalb haben wir ihn vorgeschlagen, als erster Stellvertreter des Vorsitzenden tätig zu sein und später einmal in der Türkei ein wichtiges führendes Amt zu übernehmen, weil wir die Türkei als die Zukunftsnation und die Zukunftsmacht in der Welt ansehen. Das sei also noch einmal begründet, warum es unsere Organisation gibt. Also aus ganz einfachen Gründen, dass wir die Psyche beherrschen müssen, mit den Menschen so umzugehen, dass sie sich näher kommen und sich vertragen und nicht durch Hitzigkeit sich zerstreiten oder durch Hitzigkeit vielleicht sich auseinanderleben. Deshalb gilt für uns die Türkei als ein potenzielles Schwerpunktland. Dafür danke ich Ihnen noch einmal, dass Sie Türken sind. Danke. Komisch Mücünürnüze, çok teşekkür ediyoruz. Zum Abschluss vielen Dank an unsere Redner. Ve kongre gecemizin tek sponsoru olan ve bugün burada bizlere ev sahipliği yapan Sayın Diplomat Magister Halil Sert'e ve organizasyonun her ayrıntısıyla özverili bir şekilde ilgilenen özel kalemi Sayın Mesut Aktaç'a ve ekibine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Küçük derken 45 dakikalık bir ara. Jetzt geben wir eine kurze, was heißt kurze, 45-minütige Pause. Deshalb bitte ich Sie jetzt zum Vorsaal und später werden wir wieder hier zusammenkommen für ein schönes Abendessen. Bis dann.